Servus liebe Leute und willkommen zurück zur Ski Challenge 2013. Und zwar sind wir in Wengen mittlerweile unterwegs. Das Rennen in Bormio musste ich ja leider für euch urlaubsbedingt leider sausen lassen. Leider auch ein bisschen für mich. Ich hätte es natürlich gerne gefahren. Ging aber leider nicht. Ich hatte nur einen kleinen Laptop dabei. Und damit war das alles andere als spielbar. Deswegen habe ich es dann auch sein lassen. So, wie immer fahren wir zu Beginn mit dem Classic-Ski und schauen uns dann an, wie wir denn die richtigen Einstellungen uns dann auswählen werden. Das Ganze ist jetzt ja auch ein kleiner Testlauf, deswegen wird die Folge wahrscheinlich nicht allzu lang werden. Oder die Aufnahmesession besser gesagt. Denn ich musste leider, das heißt leider, aber es ging leider nicht anders, ich musste mein Mainboard und einen Prozessor tauschen. Und das ganze System neu installieren. Und entsprechend weiß ich noch nicht, ob alles so richtig funktioniert. Ich habe immer noch keine Treiber für mein Soundinterface gefunden. Deswegen muss ich jetzt hier auf der Mainboard-Soundkarte spielen. Ich hoffe, die Qualität ist nicht allzu mies. So. Tja, was habt denn ihr so getrieben über die Feiertage? Wart ihr vielleicht auch im Skiurlaub? Das war knapp. War da vielleicht auch Skifahren? Ich habe es leider nicht zum Skifahren gebracht. Es wäre zwar bei uns daheim gegangen, vom Schnee her und so weiter, aber es waren mir dann zwischen Weihnachten und Silvester einfach viel zu viele Feriengäste da. Und wie ich schon mal gesagt habe, ich bin es gewohnt, auf leerer Piste bei gutem Schnee zu fahren. Und nicht bei Altschnee und massig Leute auf der Piste. So. Wenigstens zu Silvester dann, da waren wir zu Fuß im Gebirge. Jetzt kommt hier das Kernen-S. Scheiße. Wir sind glaube ich einmal angeeckt, wenn ich es richtig gehört habe. Ja, da waren wir doch im Gebirge, allerdings zu Fuß. Und haben uns dann das Feuerwerk von oben angeschaut. Das war eine super Sicht. Riesen viel Spaß gemacht. Jo, und an Neujahr bin ich dann wieder zurück. Ich wollte ursprünglich über Garmisch heim und mir das Neujahrspringen geben. Hat sich dann aber jemand anders gemeldet, der die Karten gerne haben wollte. Und dann bin ich im Tausch dafür in München zum Parallelslalom im Olympiapark gegangen. Das war auch eine Riesengaudi, sage ich euch. War zwar leider nicht so viel los wie vor 2 Jahren, glaube ich, wo wir da waren. Wären schon ein paar tausend Leute weniger da gewesen sein, aber ist natürlich auch kein Wunder. Nachdem es ja letztes Jahr schneebedingt ausgefallen ist und es dieses Jahr wieder mehr oder weniger danach ausgesehen hat, haben es viele Leute auch nicht riskiert, einfach im Vorfeld eine Karte zu kaufen. Wo es echt spottbillig war eigentlich. Wir haben es für einen ermäßigten Preis für 11 Euro bekommen, das ist... Kann man echt nicht sagen für so ein klassisches Skirennen. So, wir sind im Ziel mit 2:38,3 auf den Classic-Ski. Schon mal wichtig fürs Rennen qualifiziert zu sein, genau, neuer persönlicher Rekord. Ihr seht schon, ich bin noch gar nicht gefahren. Das ist natürlich hier noch weit ab von der Musik. Das ist weit ab von der Musik. Ich glaube, wir fahren jetzt mal... So wie mein Instinkt mir das sagt. Ein bisschen mehr auf Gleiten mit orangenem Ski. So. Geist muss ich mir jetzt dann auch wieder gleich einblenden. Kann ja so nicht angehen. Ja, wie schon gesagt, der Parallelslalom. Vielleicht hat es der eine oder andere von euch ja im Fernsehen verfolgt, am Neujahrstag. Da war echt eine Riesengaudi und natürlich auch für uns deutsche Zuschauer eine recht spannende Angelegenheit. Bis zum Schluss der Felix dabei und natürlich auch für die Österreicher mit Marcel Hirscher dann im Finale. Und es war dann echt spannend, hat sich auch keiner hinten raus groß Fehler geleistet.
Und dann war natürlich die Party groß, als der Felix dann seinen dritten Weltcup-Sieg hat feiern dürfen. Wobei, das ist ja wieder so eine Sache, da bin ich eigentlich nicht ganz dafür, dass man das, dass man so einen Parallelslalom oder so, dass man den wertet wie einen normalen Slalom-Weltcup. Dass es dafür Weltcup-Punkte gibt und dass die da auch für den Gesamtweltcup Punkte machen können. Von mir aus auch ein paar Punkte für den Slalom. Slalom-Weltcup. Bomb hat's gemacht, da kommt sogar unser Gesicht ins Bild. Scheiße. Das ist ja alles kein Thema. Aber dass es gleich 100 Weltcup-Punkte für den Slalom-Weltcup gibt und es zählt wie ein richtiger Slalom-Weltcup-Sieg, naja, ich weiß ja nicht. Ist ja dann schon ein bisschen was anderes, wenn man in Kitzbühel oder Adelboden oder was weiß ich wo einen klassischen Slalom gewinnt. Andererseits animiert es natürlich auch viele Topfahrer dann mitzufahren und es waren ja auch, war ja auch eine ganze Reihe an Leuten waren da. Und das ist natürlich auch schön für so eine Veranstaltung vor, ich glaube, knapp 20.000 Leuten. Leute waren es insgesamt, wenn dann halt auch die Topfahrer alle da sind. Und nicht hier nur, weil es von Milka ein Preisgeld für von 15.000 Euro oder was gibt. Sondern eben auch, weil es sportlich was zu reißen gibt. Naja. Der Hang selber und so weiter, der hat jetzt relativ... Oh, wir sind hier sogar langsamer wie mit dem Classic-Ski. Wie gibt's denn sowas? Wie machen wir denn das jetzt? Ich muss mich noch ein bisschen anstrengen jetzt. Halt. Ach doch, jetzt hat er mir auch einen richtigen Geist übernommen, alles klar. Der in unserer Zeit ist. Wenn ich das richtig gesehen habe. Wenn wir auch nachher für meine Zeitangriffe dann, werde ich mir auch wieder so ein paar Trainingsfahrten anschauen. Oder ein paar Geisterfahrten einfach zum Trainieren. Ich weiß nicht, ob ich euch damit mitnehme dann oder erst, wenn ich mich fit fühle und wir dann tatsächlich angreifen werden. So, hier ist man, glaube ich, immer gefahren. Ich habe jetzt hier noch gar nicht geschaut, wo ich die Sprünge drücken muss. Auf jeden Fall schauen wir, dass wir hier weit da oben bleiben. Ist, glaube ich, okay. Und hier zu dem... Na, ich müsste mir erst zu dem Tor hier zumachen. So. Was jetzt mit dem anderen Geist? Haben wir den schon nass gemacht oder was ist da los? Oh, ab. Verdammter Scheiß. Moses 79. Ja, wir zwei müssen ein bisschen trainieren, glaube ich. Ja, Wengen. Auch so eine klassische Abfahrt. Ganz viel Tradition und ganz vielen spektakulären Rennen, die es ja schon gab. Nicht nur spektakulär, sondern auch tragische. Uah. 60 Meter, leck mich fett. Naja, das ist noch alles andere als optimal, was ich hier produziere. Eieiei. Ich bin da schon ein bisschen müde heute. Wie gesagt, heute mehr oder weniger spät musste ich ja noch den Rechner neu installieren. Und habe auch von 32-Bit jetzt endlich auf 64-Bit gewechselt. Nachdem ich jetzt auch mehr Arbeitsspeicher drin habe. Oh Mist. Und das insbesondere für die... Warte mal. Hier geblieben. Ja, machen wir mal so. 29, 42. Mal schauen, was dabei rauskommt. Ja, wie gesagt. Und dann ist natürlich auch immer die Treiberfrage. Ich habe hier noch
ein paar alte Gerätschaften, wo ich noch nicht so ganz weiß, ob ich sie zum Laufen bekomme. Da ist ein alter Drucker dabei. Und unter anderem auch meine externe Soundkarte, mit der ich immer aufnehme. Sound Interface. Die habe ich jetzt noch auf die Schnelle noch nicht zum Laufen gebracht. Da werde ich nochmal sehen müssen, ob das überhaupt funktioniert. Und falls nicht, ob ich da nochmal investieren muss. Ich weiß nicht, ob ich es schon mal erzählt habe. Ich habe das meiste Equipment, das ich jetzt zum Aufnehmen benutze. Das ist schon alles was älter, weil ich früher mal Schlagzeugaufnahmen gemacht habe. Also nicht jetzt für YouTube, sondern richtig Musik für Musik. Und da ist noch ein, wie gesagt, so ein schönes altes USB-1 Sound Interface mit dabei. Eine super Qualität, aber leider weiß ich nicht, ob es dafür noch Treiber gibt, die 64-Bit gerecht sind. Ich hatte es vorher zweimal dran, da ist mir leider der PC immer eingefroren mit den 32-Bit-Treibern, die ich ihn da forciert habe zu benutzen. Ich glaube nicht, dass ich damit Erfolg haben werde. Vielleicht hat sich da ja mal jemand angenommen und es gibt irgendwas. Oh shit, zu eng, Mist. Jetzt kommen wir, werden ja wohl noch eine schnellere Zeit ins Ziel kriegen als die 238 da, das kann ja wohl nicht wahr sein. Konzentrieren wir uns mal ein bisschen mehr darauf. Lass mich hier zusammenfahren. Ich quatsche euch hier nicht über irgendwelche alten USB-Geräte und Schlagzeugereien vor. So. So weit, so gut. Hier müssen wir drücken. Dass es uns da nicht aushebelt und wir auf der Linie bleiben, mehr oder weniger. Hier hätten wir auch drücken sollen. Und hier dann vermutlich auch. Drücke ich dafür hier, was wahrscheinlich wurscht ist. Bleiben wir hier mal weiter oben. Schauen, dass wir hier einigermaßen eng da durchkommen. Auf den oberkranken Sprung hier, der jetzt hier gar nicht so weit geht. Der sieht im Fernsehen so spektakulär aus. An der Piste selber kann ich gar nicht sagen, da habe ich den präparierten Sprung so noch gar nicht gesehen. Wir waren mal im Sommer da, aber da sieht man das, kann man das schlecht einschätzen. So, und dadurch 90 km/h. Ich glaube, da werden wir noch mit 100 km/h durch müssen, oder? Nee, jedenfalls noch ein bisschen vor der Zeit. Vielleicht können wir da noch das ein oder andere Zehntel bis ins Ziel rausholen. Zumindest mal ein bisschen näher an die 320 ranrücken. Ne, 330 meine ich eigentlich. So. Panikschuss heißt das, glaube ich, hier. Wo es schnell wird, bis zu 150 fahren ist da, glaube ich. Und jetzt kommt hier dieser merkwürdige Sprung. Halbe Sekunde Vorsprung. Da müssen wir jetzt allerdings auch noch die letzte Kurve gut kriegen. Und na jawohl, noch über eine Sekunde rausgeholt. Aber so ganz glücklich bin ich mit der Zeit auch noch nicht. Guck mal an hier. An die 2.30 wollen wir eigentlich schon rankommen. So wie Spätischen. Komm, einmal fahren geht schon noch. So. Nochmal ein bisschen mehr Speed. Wieso aktualisiert er das nicht? Ja, Zeit haben wir eine neue Zeit. Nee, haben wir nicht. Da steht immer noch der Moses. Sag mal, spinnst du? Light 22. Jetzt steht wieder Moses dran. Schauen wir mal, gegen wen wir fahren. Ich
Ach, das ist nächstbeste ausgewählt. Na gut, wenn wir jetzt gleich an der nächsten Zwischenzeit sehen, gegen wen wir fahren. So. Wow, also wir fahren scheinbar immer noch gegen den Moses. Achso, ich wollte ja Sprünge drücken. Naja, da wir mal oben bleiben, dann hebt es uns nicht aus, weil ich glaube, da ist eine Welle eingebaut. Okay, diesmal ging es ein bisschen weiter, über 40. Entweder sind wir blöde Linie gefahren oder wir sind tatsächlich schneller. Uah. Ab da sollten wir ein bisschen weiter oben bleiben. Verlieren wir, glaube ich, viel Zeit. Schauen wir mal, wie wir hier durchkommen. Gar nicht, nehme ich an. Oh, da liegen wir hinten unten. Hinten unten im Bach, na super. So, ich würde jetzt aber ganz gern gegen jemanden fahren mit meiner Zeit. Was soll denn das? Sonst fahre ich gegen mich selber. So. Machen wir das. Dann klappt das auch. Jawohl, jetzt klappt's. Schauen wir gleich mal, wo wir die Zeit gut machen, wo wir die Zeit verlieren. So, da bleiben wir innen. Scheiße, komm schon. Ins Ziel fahren will jetzt schon noch. So viel Zeit muss sein. So viel Zeit muss sein. Na. Schauen wir mal. Bin vorher mal aus der Hocke gegangen dafür. So, Sprung gedrückt. Nochmal Sprung gedrückt und nochmal Sprung gedrückt. Ich hoffe, es zahlt sich aus. Da wollten wir oben bleiben, jawohl. Bleiben wir hier oben eng und dann eng hier raus. Jawohl, ging auch nicht so weit. Können wir hier besser Richtung machen. Und jetzt schauen wir mal, dass wir hier ein bisschen weiter oben bleiben wie vorher. Ja, passt schon so. Jetzt müssen wir da noch da am Seck kommen. Leck mir am Arsch. Ja, 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 ja. Aber so schnell war es auch nicht. Auch nur kurz mal unter 90 gewesen sogar. Aber wir sind auch nirgendwo angeeckt. Sekunde schneller. So. Hier die Super-G-Kurven. Müssten wir eigentlich immer alle viel länger bei der Tore fahren. Soweit möglich. So, und napp den Schuss. Auf geht's. Mach dich klein. Naja, aber da haben wir jetzt nichts mehr rausgeholt. Im Gegenteil, wir haben ein bisschen was verloren sogar. Schauen wir mal, wie es uns hier ergeht. So, wo sind wir hier? Ist das der Canadian Corner heißt, glaube ich, hier. Sind wir die Canucks rausschmeißt. So, sind wir schneller. Ja, und wie? Ja, und wie? 1,2 auf 2,36. Das sieht doch schon mal ein klein wenig freundlicher aus. Da sind wir nicht mal mehr 10 Sekunden nach. Wunderbar. So, ich würde sagen, das ist eine gute Ausgangsposition für die nächste Fahrt. Die werde ich dann aber wahrscheinlich erst morgen oder übermorgen machen. Ach ja, und was ich noch sagen wollte, wir werden am Wochenende Gruppenrennen fahren.
Und zwar, ich glaube, Samstag habe ich Zeit. Wenn wir, denke ich, Samstag fahren. Erfahrt ihr dann aber am besten über Twitter oder ihr schaut am besten morgen mal in der Ski Challenge Skigruppe vorbei, ob wir Samstag oder Sonntag fahren. Ich glaube, Samstag oder Sonntag ist ein guter Termin. Ich denke, so gegen wieder später Nachmittag, 16, 17 Uhr und dann natürlich die maximal mögliche Länge. 20 Fahrten hat sich, denke ich, eingebürgert. Fahren wir hier erstmal eine Runde Wengen. Gut, dann bedanke ich mich fürs Zusehen. Wir sehen uns beim nächsten Mal hier wieder in Wengen. Euer Alpensack, bye bye.